werden. Jetzt einfach mal Entlastung. Das ist einfach Unterstützung für die Eltern, da wo Eltern wirklich dann dringend Hilfe benötigen. Und für Kinder ist es einfach ein schönes Leben, ein abwechslungsreiches Leben, ein buntes Leben, aber vor allen Dingen einfach auch kindlicher Spaß. Kinder brauchen auch die Ruhe zum Nachdenken. Also es ist eigentlich alle Momente des Lebens und auch vor allen Dingen der Phase des Todes finden wir hier im Haus immer wieder. Wenn ich weiß, dass die Kinder ja als Kinder sterben werden, das war für mich so erschreckend, dass es sowas in Deutschland gibt. Wir müssen einfach helfen und deswegen dieses Haus und diese Initiative. Eltern können mal auch krank sein, schwach sein und wissen, Mensch, ich muss nicht, ich kann Bärenherz einfach fragen. Familie sein kann man hier. Ja. Man kann hier wieder lernen, Familie zu sein, vor allem, wenn man nach einer langen Zeit im Krankenhaus war. Bärenherz empfiehlt es für alle Familien, die jemals vor einer so einer Situation stehen, sich entscheiden müssen, im Krankenhaus ist es nicht mehr handelbar. Wir empfehlen ihnen, es ins Kinderhospiz, ja, mitnehmen. Es ist jetzt nicht wie im Krankenhaus, dass man sagt, um 7 müssen ja alle Kinder aus dem Bett sein, sondern da wird ganz individuell geschaut, was das Kind gerade braucht und wie es gut ist für das Kind. Wie vielleicht eine WG, wie kann man es vielleicht ansehen. Für uns ist wichtig, dass die Kinder zusammenkommen. Wir haben einen großen Gemeinschaftsraum und da findet wirklich das Leben statt. Die Schwester kann sich wirklich um das Kind kümmern. Auch die Mütter haben dann mal Zeit für das Kind, weil die Pflege übergeben wird. Kinderhospiz Bärenherz spielt einfach jeder einzelne Tag eine große Bedeutung für die Kinder. Wir wollen jeden einzelnen Tag fröhlich und lustig und positiv verbringen. Und das ist einfach was Schönes, wenn Kinder Ewigkeiten nicht mehr lachen konnten. Und die kommen hierher und lernen auf einmal wieder lachen. Und das ist einfach was Tolles. Wir versuchen auch immer den Kindern so den ganz besonderen Wunsch zu erfüllen. Ein Kind hat sich ein Höhenfeuerwerk gewünscht. Wir wussten nicht, ob dieses Kind tatsächlich Silvester noch erleben kann. Und dann haben wir dem zu Geburtstag ein Höhenfeuerwerk geschenkt. Max hatte schon immer einen Wunsch eine Liebe zu schnellen Autos. Dann hatten wir uns überlegt, was können wir dem Max wirklich mal für eine tolle Freude machen. Da war ich so ein Gentleman Day sozusagen eingeladen, dass ich da mal mitfahren konnte. Da wurde man schon ganz schön in den Sitz gedrückt. War schon cool. Ja. Ganz herzlichen Dank der GHK Holding für die wunderbaren Spenden, die uns das immer ermöglichen, dass wir wirklich diese Hilfe anbieten können. Und ganz herzlich natürlich allen Spendern. Das ist einfach eine großartige Unterstützung, ohne die Hilfe von Bärenherz gar nicht möglich wäre.